Hi, ich bin Fladi von Ausgeknipst und heute zeige ich euch ein neues Produkt, das wir bei Ausgeknipst entwickelt haben. Es handelt sich dabei um ein Ladegerät für eine Varta V80H Batterie, die der ideale Ersatz für nicht mehr erhältliche PX625 Quecksilberbatterien ist, die zum Beispiel in der Rolli 35 oder einer Leica CL verwendet werden. Das Problem mit den PX625 Quecksilberbatterien ist, dass die einerseits nicht erhältlich sind, andererseits eine ganz bestimmte Spannung haben, die eben niedriger ist als die Spannung, die heute erhältliche Alkaline-Batterien wie diese Varta 625 haben. Die Alkaline-Batterien wie diese hier haben 1,5 Volt, so während die Quecksilberbatterien, die wir damals verwenden konnten, 1,35 Volt haben. Jetzt gibt es eine sehr einfache und elegante Lösung, nämlich wir benutzen Hörgerätebatterien wie diese 675 Typ Batterien. Die haben eine konstante Spannung, die nah genug daran liegt, was auch die Quecksilberbatterien hatten, und die haben nicht die richtige Größe. Das können wir aber lösen, indem wir zum Beispiel so einen Adapter benutzen, entweder aus Messing oder wie den hier, den wir selber herstellen, aus leitfähigem Filament. So. Damit passt die Batterie in das Batteriefach von zum Beispiel dieser Leica CL, ist auf der richtigen Größe und hat die richtige Spannung. Und die Spannung bei diesen Batterien, bei den Hörgerätebatterien, bei denen hier, bleibt auch konstant über die Zeit. Das heißt, die Ergebnisse des Belichtungsmessers sind immer richtig, egal ob die Batterie alt oder neu ist. Jetzt haben wir bei diesen zwei Kameras im Speziellen das Problem, wie ihr seht, um die Batterie auszuwechseln, muss ich hier das Filmfach öffnen. Bedeutet, wenn ich die Batterie wechseln will und da ist ein Film noch drin, der zur Hälfte geschossen ist, wird der Film belichtet. Und wir haben zusätzlich das Problem, dass diese Zink-Luft-Batterien sich mit der Zeit selber entladen. Das ist kein Problem, weil das dauert normalerweise 3 bis 6 Monate, aber wenn die länger da drin liegen und vielleicht auch schon ein bisschen benutzt wurden, dann muss ich die manchmal eben auswechseln. Heißt, wenn ich meine Kamera sehr selten benutze, so, und habe da eben eine Zink-Luft-Batterie drin, dann kann es sein, dass wenn ich sie dann nach ein paar Monaten aus dem Schrank hole und benutzen will, ich merke, dass der Belichtungsmesser nicht mehr anzeigt und ich muss die Batterie wechseln. Wäre jetzt nicht so ein Problem, wenn ich zum Beispiel so eine Minolta SRT habe, da ist das Batteriefach hier unten, kann ich einfach aufmachen, Batterie austauschen, der Film bleibt unbelichtet und ich kann weiter die Kamera mit Belichtungsmesser benutzen. Geht aber eben nicht bei der Rolli 35 oder der Leica CL. So. Jetzt haben wir eine tolle Lösung gefunden, nämlich es gibt von Varta eine Batterie mit der Bezeichnung V80H. Die hat den Vorteil, dass die einerseits die richtige Größe hat, also wenn wir sie vergleichen hier mit der adaptierten Zink-Luft-Batterie, haben sie die gleiche Größe und die hat auch die richtige konstante Spannung von ungefähr 1,4 Volt. So. Und hat aber zusätzlich noch den Vorteil im Vergleich zu den Zink-Luft-Batterien, die wir sonst benutzen, dass die sich nicht selbst entlädt mit der Zeit. So. Das heißt, ideale Lösung. Ist halt ein bisschen teurer als diese Batterien hier. Heißt, wenn man viele Kameras hat, eignen sich vielleicht weiterhin diese Batterien. Wenn man allerdings eine Kamera hat, die man immer wieder benutzt, empfehle ich euch den Kauf dieser V80H-Batterie. Und wenn man das Ganze noch auf die Spitze treiben will und nicht immer wieder neue Batterien kaufen will und sie dann wegzuschmeißen, könnt ihr euch auch so ein Ladegerät zulegen. Das haben wir selbst entwickelt. Da befindet sich eine kleine Ladeelektronik drin. Ihr steckt einfach so eine Varta V80H-Batterie hier rein, plus minus beachten, und könnt sie über diesen Ladeport, das ist ein USB-C-Anschluss,
mit eurem Handy-Ladegerät ganz einfach wieder aufladen. Im besten Fall besorgt ihr euch einfach zwei von den Batterien. Wir verkaufen die im Set, also Batterie plus Adapter. Dann könnt ihr immer eine Batterie in der Kamera lassen und die zweite dann ins Ladegerät stecken. So, das Ladegerät ist klein und handlich, könnt ihr immer mitnehmen. Und ich denke, das ist momentan die beste Lösung auf dem Markt für diese nicht mehr erhältlichen PX625 Batterien. Sagt mir gerne, was ihr von unserem kleinen Ladegerät und der Lösung mit der Warta V80H Batterie haltet. Lasst uns gerne für das Video ein Like da, das hilft unserem Kanal. Und abonniert ihn gerne auch, wenn ihr auf dem Laufenden gehalten werden wollt, was neue Produkte angeht. Danke und ciao.